hier, die ohne Atem sind leider mal weg. Woche 1 geht die vor. Schirmmeister und Stellvertreter der Feuer- und Rettungswache. Dann zum Tagesablauf heute. 9.30 Uhr Sport. Heute Morgen erstmal Fahrzeugübernahme, wie immer. 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr Sport. Ab 13.30 Uhr Werkstattarbeiten. Und um 16 Uhr machen wir Ausbildung Rettungsdienst. Richtig? Ihr hattet euch vorbereitet. Wenn wir dann bitte einteilen. Die Fahrzeugbesetzung für heute. Hartele, Herr Roskosch, Herr Lindwedel, ja. Herr Papendorf, ja. Herr Neuhaus. Ja. RTW 6, Herr Koch 1, Herr Severin, Herr ja. Fenker. Das war's. Wegtreten. Fahrzeug. 19 Männer und ein Ritual, das sich niemals ändern wird. Dies ist die Feuerwache 1, Hannover, 1. Wachabteilung. Der Mann da hinten an den Kleiderhaken heißt Klaus Neuhaus, 40. Seit 8 Jahren beginnt er den Tag mit seinen Kollegen nach Dienstvorschrift. Zehn Minuten nach 7:30, der erste Löschzug der Stadt rollt auf den Hof. Jeden Freitag Wagen waschen und Halle ausfegen. Der Chef hasst Kippen auf dem Hallenboden. Rüdiger Brunke ist der Neue der Abteilung. Brandmeister Brunke war eigentlich mal Elektriker, bis er das Leben öde fand und beim ersten Löschzug landete. Man begibt sich in Gefahr, es ist ein gewisser Adrenalinstoß, den man halt auch bekommt. Und durch den Rettungsdienst, den wir halt auch noch fahren, erlebt man wirklich sehr krasse Sachen, die einen teilweise schockieren, aber andererseits halt auch ja, so ein bisschen am Leben erhalten. Ich finde es halt zu langweilig, wirklich zur Arbeit zu gehen und sein Gehirn auszuschalten. Irgendwo nur noch so sein Ding da abzuspulen. Das kann man hier einfach nicht bringen. Hirn abschalten ist hier nicht. Dafür sorgen schon die Alten. Rüdiger bekommt viel zu hören, wenn der Tag lang ist. Und auf dem Löschzug hat jede Schicht 24 Stunden, Fegen inklusive. Wenn er mal irgendwas vergessen hat, dann kommen so Sachen, naja, was soll man sagen, halt ein Blondie, da passiert sowas schon mal. Aber das sind Dinge, die nicht ernst gemeint sind, aber ein bisschen pieksen die schon. Und solche Sachen wird er halt dann nicht mehr vergessen. Und für einen Neuen gibt's viel zu vergessen. Übung auf dem Hof, die ist schnell zu Ende. Hilflose Person hinter Tür. Die Wache schickt einen Wagen. Zur Besatzung gehören Rüdiger und Klaus. Klaus sitzt schon drin, aber einer fehlt. Warum geht's nicht los? Fehlt noch einer. Komm, müssen wir fahren. Hat keinen Sinn. Okay, machst du die Tür zu, Christian. Keiner weiß, wo Rüdiger steckt. Die Besatzung muss ohne ihn vom Hof. Hilflose Person hinter Tür. Das heißt für Klaus Herzinfarkte, gestürzte Säufer im Vollrausch, Verwesungsgeruch. Dieses Mal ist alles anders. Also die Schlüsseldienste haben mich alle vertröstet. Die meinten, sie kämen nicht. Und meine Tochter sitzt da drin, halt mit dem schreit sich die Seele aus dem Leib. Die Tochter ist 10 Monate alt, ein Baby allein in der Küche. Neben der Wiege kocht das Essen auf der glühenden Herdplatte. Ich wundere mich, dass diese Notschlüsseldienste die angeblichen alle über eine halbe Stunde brauchen. Abgeschlossen haben wir nicht, ne? Nein. Es ist natürlich grob fahrlässig, dass ich jetzt schon das Wasser aufgesetzt habe, aber ich wollte nur aus dem Auto, der steht direkt vor der Tür, noch Einkäufe rausholen. Liegt die Zeitung zu nah am heißen Herd oder vielleicht der Topflappen, wenn bloß die verdammte Tür schon auf wäre. Ja.
So, was heißt? Ja, Gott sei Dank. Das ist für uns. Nur ein bisschen drin, oder? Ja. Hä? Deine Wurst? Na du. Wo siehst du? Ja, hier sieht's auch noch aus wie nach einem Einschlag, aber. Hey, ja, hier ist was los, ne? Ja. Türrahmen ruiniert, Baby gerettet und Plüschente auch. Bloß auf der Wache wird's gleich Ärger geben. Ja, was weiß ich wohl, ich hab's nicht verstanden. Ich bin mir sicher, dass da kein Laber war. Was für ein. Ich hab nicht gelesen, ja, aber es war irgendwie scheiße zu verstehen. Ich habe überhaupt nichts verstanden. Darf ich mal wie? Danke. Das erzählen wir nicht wieder irgendwie. Ja, aber ja? Ich, das kein ich und Klaus trinken Kaffee und nehmen ein Stück Kuchen. Ja, ich muss so. Aber wie gesagt, ich hab's scheiße verstanden. Und Frage, und jemand, ja, war rustbar. Rüdiger hat Glück und sein Fahrzeugführer viel Verständnis. Aber eins ist klar, sowas passiert nicht nochmal. Die Devise ist lieber einmal mehr wie einmal zu wenig. Dann lassen Sie das brauchst du nicht fehlen. Wenige Minuten später denkt keiner mehr an die Rüffel für Rüdiger. Eine Wohnung brennt, 4 Kilometer von der Wache entfernt. Als einziger im Wagen hat Rüdiger noch nie ein brennendes Haus von innen gesehen. Also passt Klaus auf ihn auf. Klaus, er hat einfach schon mehr erlebt. Das steht in keinen Büchern, aber wenn er zu mir sagt, Mensch, pass auf, Rüdiger, lass uns jetzt hier lang gehen oder wir gehen jetzt hier geduckt oder wir machen dies oder wir machen jenes, dann verlasse ich mich einfach drauf. Und ich bin froh, dass ich so einen um mich herum habe, der so ein bisschen auch ein Auge auf mich wirft, weil ich denke einfach, dass ich manche Gefahren einfach nicht kennen kann. Und wenn ich so einen erfahrenen Kollegen halt an meiner Seite habe, dann fühle ich mich selber auch sicherer. Das Feuer brennt im zweiten Stock. Alles klar? Pressluftschlauch in die Maske und Klaus hinterher ins Haus. Doch die beiden sind nicht die Ersten. Die Kollegen von Wache 3 waren schneller. Das kann passieren. Rüdiger kommt zu spät zum ersten Wohnungsbrand. Hier in der Hecke, dann muss es angefangen haben hier. Ja. Kurzschluss. Ich weiß, man kann jetzt nicht mehr sehen. Hier stand ja auch noch irgendwie so ein Schrank oder was noch. Irgendwas muss da drauf gestanden haben. Man kann in der Wohnung. Wir haben die Wohnungstür aufgebrochen. In dem Moment kommt Sauerstoff dazu und dann kann es explosionsartig die Flammen rausschlagen. Deswegen gehen wir auf, wo wir die Wohnungstür aufgemacht haben. Nur mit Wasseranstrahlung in Deckung. Und dann haben wir die Tür aufgebrochen. Es könnte passieren, in dem Moment, wo Sauerstoff zukommt, dass dann vielleicht Ober gibt und die Flammen schießen dann raus. Das ist gefährlich. Ich denke mal, hier haben wir gut 600-800 Grad gehabt. Denn man sieht auch, dass ja so der Putz schon runtergefallen ist. Also wir gehen ja schon an 1000 Grad. Auch in den Nachbarräumen ist auch der Putz runtergekommen. Insofern ist die Temperatur eigentlich schon erheblich gewesen. Gut, so. Gut, aber los, so mach Marsch fertig. Gut. Dann kann ich gut. Ja. Berufsfeuerwehrleute leben wie Gefangene ihrer eigenen Wache. Ohne Alarm kommt keiner raus. Gegessen wird im Keller, kochen müssen die Männer selbst. Unsere Frauen, meinen sie, würden sich wundern, dass wir hier am Herd stehen und ohne zu mosern den Abwasch machen. Komm her, Corona. Unser Abteilungsleiter hat so viel zu tun, dass er schon das Mittagessen verfallen hat. Rüdiger muss hier erst seinen Platz finden. Zivildienst und blondierte Haare, das passte nicht jedem Kollegen in den Kram. Komm
Show 7. Inzwischen sind 12 Stunden vergangen. Im Fernseher läuft alles, was die lange Nacht kürzer macht. Auf den Sofas alle Dienstgrade durcheinander. Aber das macht nicht jeden Vorgesetzten gleich zum Kumpel. Ich als ganz Neuer und als Brandmeister darf natürlich nicht gerade einem Hauptbrandmeister mit Zulage vielleicht dann noch irgendwelche Sachen streitig machen oder so. Das ist ganz klar, aber da fügt man sich auch. Das hat man im Laufe seiner Ausbildung auch so auch ein bisschen beigebogen bekommen. Die Leute sind sehr nett auf jeden Fall, aber wir möchten schon, dass man ab und zu so ein bisschen Respekt zeigt, weil es einfach auch im Einsatzfall wichtig ist. Also wenn mein Fahrzeugführer mir halt einen Auftrag gibt oder einen Befehl gibt, dann habe ich den halt auszuführen. Und ich kann mit ihm abends irgendwo beim Fernsehen gucken, sitzen und kann mit ihm auch rumflaxen. Aber man muss genau wissen, wo die Grenze ist. Und man muss dann halt schon vorsichtig sein. Einordnen, unterordnen, was wann mit Rüdiger zu geschehen hat, entscheidet der Chef nebenan. Rüdiger habe ich neu bei mir in der Abteilung. Und das Problem ist, dass er bis jetzt zwar bei Einsätzen schon mit drin gewesen ist, aber ich ihn noch nicht als Angriffstrupp eingesetzt habe. Und ich muss also jetzt mal schauen, wenn er wirklich mit einem erfahrenen Kollegen als Angriffstrupp, also als erster Trupp eigentlich in die Brandstelle geht, wie sein Verhalten dann ist. Die nächste Schicht beginnt mit einem Frühstück. Das so ist wie der Appell nach Dienstvorschrift. Immer das Gleiche. Viel Zeit zum Kauen bleibt nicht. Der Rettungswagen hat wieder eine hilflose Person hinter Tür gemeldet. Dieses Mal wartet keine weinende Mutter auf die Männer. Niemand im Haus hatte die alte Frau vermisst, bis der Rettungswagen der Feuerwehr auf der Straße stand und die Männer die Tür aufbrachen. Ja, also wie gesagt, die Nachbarin dachte, vor 5 Tagen wäre sie aus dem Krankenhaus erst wiedergekommen. Und der Fernseher war ja recht laut, habt ihr auch gehört, lief schon seit längerer Zeit. Ne? Und, also seit 1,5 Tagen ungefähr. Frankie, hallo. Markus, ruf mal den Pflegedienst, der Pflegedienst an. Wo heißt der? Den Pflegedienst in Hannover. Der heißt wohl der Pflegedienst. Der Pflegedienst. So heißt das Ding. Ja, zurück auf der Wache verliert keiner ein Wort über den Einsatz. Jacke an den Haken und fertig. Im Keller ist Mittagspause. Und noch bevor Godzilla New York den Rest gibt, ist die tote Frau aus Hannover-Oststadt fast vergessen. Damit können wir uns nicht belasten. Für uns ist das normal. Die Frau ist verstorben, weil sie das Alter hatte. Sie ist eigentlich den normalen Weg gegangen. Hat ihr Leben gehabt. Klar, es geht auch anders, durch Verkehrsunfälle und sowas, junge Menschen. Dadurch, für mich persönlich, lebt man, seitdem ich hier bei der Feuerwehr bin, irgendwie intensiver. Man lebt das Leben mit der Familie intensiver aus, mit den Hobbys, Freunde, weil wir hier bei diesem Beruf sehen, dass es in 10 Minuten schon zu Ende sein kann, das Leben. Ja. Und man hat die Leute normalerweise ja nicht gekannt. Und wenn man sich dann jedes Mal selber einen Kopf darüber machen würde, was nun vielleicht zu dem Tod geführt hätte oder sich lange Zeit damit beschäftigt, dann ist man irgendwann überflutet von diesen ganzen Eindrücken. Die kann man nicht mehr verarbeiten. Ah ja, genau. Schick mir mal zum Kartoffelschäl. Erstmal eigentlich keine Pellkartoffeln. Das ist eigentlich viel angenehmer, oder? Bestimmt auch gesünder, ne? Bestimmt sogar.
Zwei Stunden nach dem Kartoffelschälen. Ein Mann wartet auf die Kollegen und ein dunkler Raum. Dieser Mann macht es ihm ziemlich heiß da drin. Dies ist eine Tauglichkeitsprüfung und kein Spiel. Die Pressluft reicht für etwa eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde, um aus dem qualmenden, lärmenden Labyrinth herauszufinden. Aus dem finsteren Irrenhaus warten Laufbänder und Endlosleitern, die einfach nicht stillstehen wollen. Nach einer Dreiviertelstunde dürfen die Männer als atemschutztauglich wieder wegtreten. Dreimal im Jahr dieser Test und dazwischen die richtige Arbeit, die sie wirklich das Leben kosten kann. Wir machen es deshalb, um unsere eigene Sicherheit zu gewährleisten. Wir wollen immer wieder sehen, dass wir es abkönnen, dass wir keine Platzangst kriegen in diesen Käfigen. Man kann leicht die Orientierung verlieren. Man lernt aber auch, seinen Kollegen da mehr zu vertrauen. Und so braucht man auch im Einsatz keine Angst zu haben, dass man irgendwen verliert oder dass man hängen gelassen wird. Und wir machen das dreimal im Jahr. Und wer die nicht schafft, der ist eben nicht mehr atemschutztauglich. Der bekommt dann eine neue Untersuchung und unter Umständen eine gewisse Zeit, um sich zu regenerieren. Und dann muss er dieses Ding wieder bringen, sonst ist er raus aus dem Geschäft. Nicht alle Kollegen kommen nach dem Test zurück auf den Löschzug. Ja, magst du ihn reinlassen, oder? Mach die Tür auf. Maxe Riemann, sagen die Männer, fuhr auch mal auf dem Löschzug mit, bis er vor 5 Jahren mit kaputtem Rücken durch die Prüfung fiel. Seitdem sitzt er da. Für die atemschutztauglichen Feuerwehrleute wird es Nacht auf der Wache. 3 Fehlalarme am Abend, ein paar hilflose Personen hinter Tür, sonst nichts. Im Fernsehen gibt's schon wieder dasselbe wie zur Mittagspause. Mit Bier wär's manchmal lustiger im Keller. Aber Alkohol ist verboten auf den Feuerwachen. Wer hier trinkt, fliegt raus. Ich glaube, er ist drin. Er ist draußen am Fenster vorbei. Was ist? Es ist Samstag, die nächste Schicht. Kein Alarm, kein Werkstattdienst. Die Männer bekommen Besuch von ihren Familien. Thomas' Frau Heike musste sich an die Ehe mit einem Berufsfeuerwehrmann erst gewöhnen. Streitereien mit ihm haben meist ein schnelles Ende. Das heißt, Thomas drängt eigentlich immer schneller ein. Weil er immer sagt, er hat halt wegen seinem Job jetzt halt auch. Dass er halt ja auch gefährlich ist, dass ja auch mal sein kann, dass er mal gleich nicht wiederkommt. Deswegen verträgt man sich da schon schneller. Sonst, ich glaube, würde es manchmal auch so 3-4 Tage gehen, dass wir vielleicht mal nicht zusammen sprechen. Und so verträgt man sich halt immer, bevor er zur Arbeit fährt. Also man geht nie im Streit auseinander. Die Familien sind kaum wieder zu Hause. Da stehen die Männer vom ersten Zug im nächsten Einsatz. Schwarze Brandgase wabern aus dem Dachgeschoss. Irgendwo da drin erlebt Rüdiger mit Truppführer Klaus zum ersten Mal die giftige Dunkelheit verbrennender Kabel und Plastikmöbel. Hier ist auch noch eine Tür. Dahinter ist noch heiß. Hier.
Pass mal dran, Bescheid. Bewohner sind keine mehr oben. Denen hätte sowieso niemand mehr helfen können. Im schwarzen Qualm ersticken Menschen in wenigen Sekunden. Fenster auf! Ja, Fenster ist auf! So ein bisschen beklemmendes Gefühl haben die mit Sicherheit. Da ist auch wichtig, dass also ein Erfahrener dabei ist, der ihm wirklich dann beim Arm nimmt und sagt, geht's noch oder geht's nicht mehr. Und dass dann auch letztendlich irgendwann die Courage besitze, wenn es dann plötzlich aus der Situation heraus nicht mehr geht, zu sagen, wir müssen erstmal raus, ein neues Team rein. Einsatz vorbei. Der Brand war kleiner als vermutet. Hinter verschlossenen Türen war den Flammen der Sauerstoff ausgegangen. Rüdiger wartet noch immer auf sein erstes richtiges Feuer. Doch jeder der alten Feuerwehrmänner hat schon Tote aus schwarz verqualmten Häusern gezogen. Fremde Menschen sterben sehen auf der Straße, unter U-Bahn, Babys in ihren Betten. Jeder auf der Wache trägt irgendwelche düsteren Erinnerungen mit sich herum. Und da sind wir in die Wohnung rein. Ich bin vorweggelaufen. Und da kommt mir der Vater schon entgegen mit einem 6 Wochen alten Säugling auf dem Arm. Und schrie mir nur, helft, helft, helft. Ich habe das Kind gleich gegriffen, habe noch mal eine Mund-zu-Mund-Beatmung versucht, aber war kindstot. Wir haben also trotzdem alles versucht. Und als dann die NFR-Ärztin kam, haben wir uns dann nur angeguckt und wussten dann Bescheid. Und das ist also, zu dem Zeitpunkt hatte ich selber einen Säugling zu Hause. Und dann guckt man die Nacht doch 2-3 Mal öfter hin, weil man doch dann Angst hat zu Hause, dass das Gleiche auch passieren kann. Bei einem Autounfall auf der Autobahn, da sind mehrere LKWs aufeinander gefahren und einer dieser Fahrer war eingeklemmt und mit einem anderen Kollegen hielten wir nun diesen Fahrer quasi schon halb draußen mit dem Oberkörper. Und das ganze Blut floss ihm über den Körper und dann über uns. Und nachdem man den Fahrer nun endlich so weit komplett befreit hatte, wurde der auch abtransportiert. Und solche Einsätze, die bleiben irgendwo. Und so könnte man jetzt Stunden erzählen über Säuglinge, über ältere Menschen. Das ist genauso schlimm, ja. Das hätte jetzt keinen Schluss. Ja, das ging jetzt immer weiter, was alles so in einem drin ist. Ja, ein schwer krebskranker Mann in meiner ersten Zeit hier auf dem Krankenwagen. Ja, den haben wir die Woche 3-mal zum Bestrahlen gefahren. Er hatte schon die ganze Brust hier verbrannt. Ja, den haben wir über mehrere Wochen gefahren. Denn sonst vergisst man alle Namen. Nein, diesen Namen, den habe ich in der Birne. Ja? Den werde ich nicht mehr los, diesen Namen. Ne? Kurz darauf wird es Mitternacht in Hannover. Die meisten Männer schlafen, als sich in einem Haus irgendwo in der Stadt 2 Kupferdrähte eines aufgescheuerten Elektrokabels berühren, aufglühen, Stecker und Stoffvorhang in Flammen aufgehen. Sekunden nach dem Alarm sind die Männer in ihren Wagen. Keiner weiß, ob Menschen in den Flammen eingeschlossen sind. Alle sind raus. Im ersten Wagen, als erster Angriffstrupp, zwängen sich Rüdiger und Klaus vor ihre Pressluftflaschen. Der Einsatz ist schwierig. Die Wagen des Löschzuges müssen weit vom Feuer entfernt zurückbleiben. Der Weg endet 150 Meter vor dem brennenden Haus.
Dann gib mir den Helm. Lauf! Hier die ohne Atemschutzlander mal weg. Woche 1 geht mir vor. Klaus steht mittendrin und Rüdiger dicht bei ihm. Stehen Gasflaschen in dem Haus herum, ist noch Strom in den verbrannten Kabeln. Pass auf, wo du hintrittst. Lehrstunde unter brennenden Dachbalken. Pass mal an die rechte Wand. Pass mal an die rechte Wand. Ja. Ja, ich bin fast da oben, ne? An den Dachbalken. Da sind immer wieder Blutnester. Halt da am Fahrzeug, ne? Feuer gelöscht, Menschen waren keine mehr im Haus. Zurück zum Wagen, die üblichen Sprüche der Kollegen. Na gut, Arsch, Feuer abgekriegt. Ja, okay, sind beide okay. Alle, die drin waren, sind heil wieder raus. Doch in zwei Köpfen brennt das Feuer noch immer. Wenn du dich anlehnst, dann merkst du richtig, das geht schlagartig. Von einer Sekunde auf die andere. Zuerst merkst du es nicht und dann... Ja, auf jeden Fall, das merkt man doch jetzt nicht mehr. Kannst du nur auseinanderreißen und immer Sprühstahl drauf. Ne? Ja, wenn es immer so eng ist, dann stehst du drauf und dann sind das alles so sperrige Teile gewesen. Den unteren. So und nach außen. Dann weißt du auch nicht, dann willst du die anderen Trupps ja auch nicht nass machen. Wenn sie dann drin sind, neben dir. Und meine habe ich auch nass gemacht. Das hast du natürlich beim Kellerbrand anders. Ne? Ja. Wenn du den richtigen Qualm hast. Der ist pechschwarz. Das ist halt auch das Problem. In dem Wasserdampf, da siehst du auch sofort wieder einen Glutkegel durchschimmern. Ja, und so hältst du gar gleich wieder auf im Boot. Das war ein Gewöhnungsvorgang. Ja. Ja. Sowas ist nicht schlecht. Zwei Stunden sind seit dem Alarm vergangen. Es ist 3 Uhr morgens, als der Löschzug wieder in der Halle steht. Noch 4 Stunden, dann ist die Ablösung da. Für Klaus, Rüdiger, Thomas und die anderen von Feuerwache 1 Hannover, erste Wachabteilung. Siehst du, hab ich dir doch gesagt, das Feuer kommt.